Dr. Eva Schweizer zu ihrem Buch Amerikas Schattenkrieger, erschienen im Piper Verlag. Und drei, die sich mit einer Frage an die Autorin an der Sendung beteiligt haben, bekommen das Buch demnächst dann vom Piper Verlag zugeschickt. Heute sind das Gudrun Rosar aus Neunkirchen, Hanna Lang aus Blieskastel und Gerhard Puhl aus Beckingen. Noch ein Anruf bitte. Glauben Sie, dass in unserer sehr bunten multimedialen Welt, dass diese der Grund dafür ist, dass bewiesene Manipulationen und Skandale die meisten Menschen in Deutschland überhaupt nicht mehr aufregen? Das ist gut möglich. Also man ist ja auch abgelenkt. Ich sehe das gleiche Phänomen in Amerika. Da sitzen die Leute bei Facebook und beposten sich gegenseitig und lenken sich ab und gucken Homeland im Fernsehen und kümmern sich eigentlich gar nicht mehr so persönlich. Also sie laufen rum mit ihren Handys, gucken auf den Screen. Da ist schon wirklich was dran, da haben Sie recht. Das ist aber, glaube ich, nicht nur in Deutschland so. Das ist ein weltweites Phänomen. Anne Stöß aus Karlsruhe fragt per Mail, wie kann man eigentlich Wirtschaftsspionage trennen, zum Beispiel von Militärspionage oder auch Kriegsspionage? Tun sich Grenzen nicht zwischen den Ländern, USA, Europa auf, sondern eher zwischen den wirtschaftlichen Interessen und den politisch Interessierten? Es ist schwer, das zu trennen. Also man kann es juristisch trennen, aber nicht faktisch. Es ist jetzt auch nicht so, dass bloß die Amerikaner in Deutschland die Wirtschaft ausspionieren. In dem Augenblick, wo sie Geschäfte mit Amerika machen, müssen sie ihre Daten offenlegen. Wenn sie Muster rüberschicken nach Amerika, gucken die das alles an. Das ist gesetzlich komplett geregelt. Die verkaufen die Daten auch weiter. Also da kommt man wirklich schwer drum rum. Wir haben ja schon öfters über Verschwörungstheorien in dieser Senderei gesprochen. Das kommt schon auch in gewundert, Ihrem Buch was vor. Endlich kommt. Ja, der entscheidende Punkt ist, was ist eine Verschwörungstheorie und was ist eine Verschwörung? Zum Beispiel waren die Gründe für den zweiten Irakkrieg, wie übrigens zum Teil auch die Gründe für den ersten Irakkrieg, Verschwörungstheorien der offiziellen Seite. Ja. Und umgekehrt war vieles wirklich eine Verschwörung. Ja, also es ist ja meistens so. Also eine Verschwörungstheorie ist, dass sich Böse verschwören, um etwas anzustellen, um es mal so volksmäßig zu sagen. Das sind häufig Leute in der Regierung oder im jeden Fall sind das mächtige Leute. Es macht ja jetzt irgendwie keinen Sinn, dass sich Hans und Franz verschwören, Saddam Hussein zu stürzen. Manchmal kommt es raus, manchmal kommt es nicht raus. Manchmal streiten sich die Historiker noch jahrhundertelang darüber, manchmal ist es dann überraschend bewiesen, weil Beweise rauskommen? Also ich meine, es wäre schön, wenn man es immer wüsste, aber dann wäre es ja keine Verschwörungstheorie mehr, sondern Praxis. Ich meine, die Mehrheit der Amerikaner glaubt ja wohl immer noch dran, dass Saddam Hussein irgendwie mit Osama Bin Laden zusammengearbeitet hat. Ich glaube, inzwischen glaubt es nicht mehr die Mehrheit. Na gut, da bin ich beruhigt. Das hat ein bisschen nachgelassen. Aber es gab zu einem Punkt, glaubten das mal 58% der Amerikaner, dass sie unter einer Decke stecken. Und was ja auch keine Theorie ist, sondern Praxis, sondern erwiesene Tatsache ist, dass viele der heutigen islamistischen Terroristen bewaffnet und ausgebildet wurden vom Westen und vieles, was Schlimmes passiert ist, ist durch, wie soll ich das nennen, aus dem Ruder gelaufene eigene Leute passiert. Ja, ja, aber das ist nicht umstritten. Das wird auch heftig kritisiert in Amerika. Also die Verteidiger sagen immer, naja, wie konnte man das wissen? Man muss es mal versuchen, das ist leider schiefgegangen und die anderen sagen halt, das hättet ihr nicht versuchen dürfen. Aber das weiß ich auch noch. Also die Aber das ist doch Taliban, eben die Frage, der Zweck heiligt eben nicht immer die Mittel. Wenn ich in Ihrem Buch lese, dass die CIA wohl bemerkt, Schulbücher gefördert hat, die den Heiligen Krieg als zentrale Pflicht jedes Muslims propagierten. Gegen die Sowjets. Ja, das ändert nichts daran, dass das völlig falsch ist. Naja, das ist halt so, diesen waren dann damals halt die noch böseren. Also diesen, ja, es ja, aber wenn die dann Heiligen Krieg führen, ist doch ein relativ logisch, dass die hier nicht nur gegen Russen führen werden. Boah, hat man damals offenbar nicht so gesehen. Also man dachte, Amerika wäre gut geschützt. War es ja auch. Also das mit 9-11 war ein einmaliges Ereignis. Das war echt Pech, aber das hat sich nicht wiederholt. Das hat es vorher und nachher nicht gegeben. Also schöner wäre es gewesen, das hätte es überhaupt nicht gegeben. Aber der große Plan, dass sich die Islamisten und die Sowjets gegenseitig bekämpfen, hat ja schon funktioniert. Aber Sie schreiben in Ihrem Buch ja auch, dass es völlig unüberschaubar ist, was im Moment im Nahen Osten läuft. Das also auch nicht mehr dieser durch. Sogenannte Islamische Staat, dann kämpft der türkische Ministerpräsident angeblich gegen den Islamischen Staat, in Wirklichkeit vorwiegend gegen die Kurden, die aber wiederum mit den Amerikanern gegen den Islamischen Staat kämpfen. Manchmal habe ich den Eindruck, die hetzen einfach alle gegen alle und die einzigen, die davon was haben, ist die Rüstungsindustrie. Die hat was davon. Also es gibt ja jetzt nicht die, das sind ja auch streitende Fraktionen innerhalb der amerikanischen Regierung. Das State Department das will, das Pentagon will was anderes, dann kommt eine andere Partei ins Ruder, die wollen wieder was anderes. Also vieles dieses Hin und Her erklärt sich einfach damit, dass andere Leute ans Ruder kommen, die sagen, was haben denn die für einen Quatsch gemacht, woher? Wir machen das jetzt andersrum. Es ist halt in der Demokratie so, dass sich Mehrheiten ändern und dass dann Entscheidungen anders getroffen werden. Es wirkt dann häufig sehr erratisch auf den Außenstehenden.
Meine Frage an die Autorin ist, wie kann sie mit diesem Wissen und ihren Überzeugungen zu USA in New York leben? Und hat sie dadurch nicht Probleme in ihrem Privatleben? Warum lebt sie dann überhaupt in New York? Also ich glaube, Sie sehen Amerika ganz falsch. Es gibt eine kritische Öffentlichkeit, insbesondere in New York. Also meine Freunde sind irgendwie alle meiner Meinung. Ja, New York ist ja aus Sicht des mittleren Westens zum Beispiel ein Pfuhl der Sünde. Ja, also meine Freunde sind sozusagen alle schwule jüdische Kommunisten. Die hassen Bush, die hassen Netanyahu, die sehen Obama kritisch. Also ich habe keine persönlichen Probleme. Sagt sie eben Juden, die Netanyahu hassen? Ja, also ein Freund von mir, mit dem gehe ich regelmäßig zum Brunch. Ich bringe den Namen Netanyahu schon gar nicht mehr auf, weil ich mir nicht eine Viertelstunde anhören möchte, dass das der neue Hitler ist. Also es ist jetzt, sie können nicht alle Amerikaner über einen Kamm scheren. Es gibt schon sehr viel verschiedene Sachen. Es gibt auch, manches machen die Amerikaner auch besser. Es ist auch interessant, dort zu leben. Es ist halt einfach so, dass von Amerika aus so diese Länder halt alle sehr weit weg sind und nicht so viel mit uns zu tun haben. Das ist wahrscheinlich in Moskau genauso. Die interessieren sich auch nicht wirklich dafür, was in irgendeiner kleinen osteuropäischen Republik passiert. Also so funktionieren Imperien halt. Peter Dörr aus Hasborn sagt, Sie haben gerade behauptet, dass die Engländer oder vielmehr die Medien sehr kritisch gegen Amerika eingestellt sind. Wie kann das sein, dass die englischen und amerikanischen Geheimdienste aufs Engste zusammenarbeiten, auch bei Wirtschaftsspionage? Wie gesagt, das gleiche Ding. Es ist ein großes Land, es ist eine Demokratie, Leute haben verschiedene Meinungen. Es gibt dann linke Zeitung wie der Guardian, die kritisieren diesen ganzen Spionageapparat. Und es gibt einen Spionageapparat. Das ist doch bei uns genauso. Also es gibt die Taz und es gibt, bei uns ist es ein bisschen näher zusammen, muss man sagen. Aber auch bei uns gibt es ja auch kritische Medien und es gibt die Regierung. Es ist halt einfach nicht von top down. Also es ist nicht so, dass die britische Regierung sagt, hier geht's lang und dann marschieren alle hinterher. Natürlich ist es eine liberale Demokratie und da gibt's Dissens und der ist auch erlaubt. Es ist ja auch manchmal ganz interessant, wer zu den Skeptikern gehört und zu den Kritikern. Ich lese in Ihrem Buch, dass heute unter Obama, also viele Skeptikergruppen von Libertären, das heißt, bei uns wären das mindestens Neoliberale und Rechten dominiert werden. Ja, das stimmt. Ich wollte noch gerade noch was sagen bei England, da habe ich aber auch das Gefühl, da kommt noch dazu so eine gewisse ein Ärger darüber, dass diese Kolonie jetzt die Unabhängigkeit erklärt hat und eigentlich wissen sie es immer noch besser und würden gerne den Amis zeigen, wo es lang geht. Das kommt da auch noch dazu. Man sagt, was fällt denen ein? Erst haben sie sich unabhängig erklärt, haben unsere Soldaten 1776 abgeschlachtet und jetzt wissen sie alles besser als uns und haben uns auch noch unser Imperium abgenommen. Also dieses Ressentiment schwingt da auch noch mit in England. Da kommt auch ein Teil daher. Aber es ist anscheinend dort, wie hier bei uns übrigens auch zunehmend, so, dass man nicht mehr wirklich genau sagen kann, ob die Kritik aus einem linken oder rechten Lager kommt. Ja, es stimmt alles so ein bisschen. Also auch die Neocons waren in Washington sehr umstritten, habe ich in Ihrem Buch gelesen. Das konnte ich gar nicht glauben. Ich dachte, die wären alle so. In Washington waren die schwer zu sagen. Ich weiß nicht, so richtige Einblicke, ob die wirklich beliebt waren bei der Regierung. Aber in der Bevölkerung waren die schon umstritten. Also die wurden ja auch kritisiert. Da gab es ja auch kritische Bücher gegen die. Was war die Frage von den Libertären? Ja. Ja, die Libertären sind so eine. Die klingen immer gut auf dem Papier, das klingt immer prima, das ist in der Praxis aber schwer durchzuhalten, was sie wirklich wollen. Also einmal, die wollen außenpolitisch sich nicht einmischen, die sind aber auch gegen alle Sozialleistungen, gegen alles und es hat in Amerika immer so diesen ethischen Slant. Ja? Also wenn die Leute ihnen sagen, wir wollen nicht, dass der Staat Sozialleistungen verteilt, unsere Steuergelder. Was sie in Wirklichkeit wollen, ist sagen, wir unterstützen uns selber in unserer eigenen ethnischen Gruppe mit Hilfe unserer Kirchen und wir wollen den Schwarzen nichts abgeben. Das ist das, was sie wirklich denken. Das können sie aber nicht offen sagen. Und deswegen verkleiden die das in diese libertären Argumente. Dann sagen der private Sektor kann auch Leuten helfen. Das macht er auch, aber der private Sektor, in der Praxis ist es die Kirche. Und dann hilft die irisch-katholische Kirche, hilft halt den irischen Einwanderern, die italienisch-katholische Kirche hilft den italienischen Einwanderern. So geht's halt nicht, also kann man kein Land aufbauen. Wir haben noch Zeit für einen letzten Anruf. Frage an die Autorin. Wie sieht sie die Chance für diese Nation, die aus meiner Sicht also sich immer noch in dieser Pubertät befindet? Ich glaube, die existieren seit 250 Jahren, mehr oder weniger als Nation, und haben absolut diesen juvenilen Eindruck, dass ihnen die ganze Welt gehört und dass sie sowieso das Recht auf alles haben und auf alle und dass sie auch keine Reue oder Vergangenheitsbewältigung betreiben müssen mit
der Art, wie sie Nordamerika besetzt haben und wie sie dann halt auch Südamerika und alle anderen umliegenden, ihnen zugänglichen Bereiche dann dominieren. Ja, aber das ist keine Einbildung, so ist es ja auch. Also ich meine, das ist ein großes, mächtiges Land, die sind relativ sicher, die sind geografisch abgegrenzt. Da kann nicht so einfach jemand einmarschieren. Also die können sich das auch erlauben. Also Vergangenheitsbewältigung macht man halt, wenn man Krieg verloren hat und nicht, also richtig verloren. Und nicht, wenn ein militärisches Abenteuer gescheitert ist. Also sie haben es auch nicht nötig. Also die bilden sich ja nicht ein, sie sind mächtig und können sich alles erlauben. Sie sind mächtig und können sich alles erlauben. Das ist auch wirklich so. Aber für uns, die wir weniger mächtig sind und uns weniger erlauben können, stellt sich jetzt schon zum Schluss die grundsätzliche Frage, wie gehen wir damit um? Also gegen einen übermächtigen Freund in diesem Fall kann man nicht zu frech werden, das ist mir irgendwo auch klar. Aber umgekehrt, wenn der Freund einem jede Menge Probleme schafft, ich höre jetzt gerade von den syrischen Flüchtlingen, die kommen ja auch nicht zufällig hierher. Ja, natürlich. Der ja. Konflikt ist auch mitgeschürt worden von allen möglichen Kräften und wir sind jetzt die Dummen. Ja, also so weise bin ich auch nicht. Ja, ich habe ja nicht für alle Weltprobleme die Lösung. Also, wenn Russland und China ist auch nicht besser. Also im Grunde natürlich sollte es eine europäische Integration geben, das ist einfacher gesagt als getan, weil es ja auch alles alte Staaten sind, die auch eine schwierige Geschichte haben miteinander, vor allem Deutschland und Polen. Also ich bin immer dafür, dass Leute gut zusammenarbeiten, aber ich kann auch die Polen verstehen, dass sie sagen, wir verlassen uns aber lieber auf die Amerikaner als auf die Deutschen, das finde ich überhaupt nicht unlogisch. Müssten wir vielleicht auch sowas wie eine traditionelle Machtpolitik betreiben, sage ich mal. Das heißt, dass wir, das klingt jetzt sehr nationalistisch, deutsche Interessen sehr stark in den Vordergrund stellen und uns dadurch auch abgrenzen. Also ich finde, die deutsche Politik ist so wischiwaschi. Man weiß nicht so richtig, was wollen diese Leute eigentlich. Die einen wollen, dass Deutschland eine große Schweiz ist. Das ist es aber auch nicht richtig. Die anderen mischen sich überall ein. Die Dritten wollen gute Verbündete sein. Es ist irgendwie so ein Muster, was nicht so richtig zusammenpasst. Also Deutschland ist ja eigentlich ganz gut damit gefahren, immer Russland und die USA gegeneinander auszuspielen und sagen, wenn man nicht mit denen, dann mit denen. Das hat eigentlich in der Praxis funktioniert. Also man darf sich auch nicht gegen Russland aufhetzen lassen, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Aber so generell schwer zu sagen. Das war in Fragen an die Autorin auf SR2 Kulturradio heute Morgen Dr. Eva Schweizer zu ihrem Buch Amerikas Schattenkrieger, wie uns die USA seit Jahrzehnten ausspionieren und manipulieren, erschienen bei Piper, Preis 22,99 Euro. Die Sendung, die Sie gerade gehört haben, finden Sie morgen auch im Internet als Podcast, können sich runterladen und nochmal in Ruhe anhören. In unserem Klassiker-Podcast empfehle ich Ihnen eine Sendung von 2014, Marcel Rosenbach, der NSA-Komplex. Neu eingestellt in unserem Klassikerfach ist auch eine Sendung vom letzten Jahr mit Professor Rüdiger Frank zu Nordkorea. Auch eine sehr instruktive Sendung. Die Diskussion hat schon begonnen und geht weiter im Internet-Diskussionsforum unter www.sr2.de. Auf SR2 folgt gleich das Konzert und nächsten Sonntag sprechen wir mit Ludwig Greven zu seinem Buch Die Skandalrepublik, eine Gesellschaft in Dauererregung. Skandale hat es ja immer gegeben, aber heute jagt wirklich einer den nächsten und die Hauptfrage ist eigentlich, lenkt das die ganze Aufmerksamkeit ab von grundlegenden Problemen wie Umweltzerstörung, zerfallenden Staaten, auseinanderklaffen in Arm und Reich? Wie kann man die Wahrheit wenigstens einigermaßen noch erfahren? Das also am kommenden Sonntag. Schönes Weiterhören, schönen Sonntag wünscht Ihnen Jürgen Albers.